Hallo und herzlich willkommen, ich bin Lauchi und ich begrüße euch wieder zur Relegation, zum Rückspiel vom VfL Osnabrück gegen FC Ingolstadt. Jawollo! Wir wissen natürlich nicht, wie das Hinspiel ausgegangen ist im Real Life, wie man so schön sagt, weil wir haben das ja alles schon vorprognostiziert. Aber bei uns war es ja so, dass der FC Ingolstadt sich daheim 3-1 durchgesetzt hat. Jetzt ist natürlich VfL Osnabrück in der Bringschuld. Ja? Und wir haben es oftmals erlebt, dass es ein Rückspiel total crazy sein kann. Vielleicht habt ihr ja unser Spiel gesehen. Holstein Kiel gegen FC Köln, das doch krass nochmal wurde. Mit 7-7. War wirklich Hammer. Ja, schauen wir mal bei diesem Spiel, wie es dann letztendlich ausgeht. Ingolstädter mit der vermeintlich besseren, wie sagt man? Ich will immer Auslage sagen, aber da kommt noch was davor. Mit der Ausgangsposition. Ausgangslage, genau, Ausgangslage. Oder genau. So. Ja. Ja. Musst du nur noch bestätigen. Ach so, ja. Da war noch was, ne? So, oh, können wir eigentlich wieder so bleiben? Ja, würde ich schon sagen. Genau. Ja, heute findet ja das Spiel um 13.30 Uhr statt. Das ist nicht so wie sonst immer abends. Diesmal findet das an einem Sonntagmittag statt. Genau. Deswegen Mahlzeit und euch einen schönen sonnigen Sonntag. Weil der Kerk heute früh ins Bett muss. So, ja, ich würde sagen, ach komm, mit der Mannschaft gleich rein. Hat es ja ganz gut ausgesehen. Deswegen bleiben wir so. Ayubi gleich mal einen schönen übers Tor gesenzt. Und dann sind wir auch hier in Osnabrück. Ja, und in Osnabrück ist es scheißegal, ob wir 13 Uhr haben oder 13:30 Uhr. Es ist stockdunkel, dass wir Flutlicht brauchen. Vielleicht ist es auch einfach nur sehr trüb an diesem Tag. Soll aber jetzt nichts heißen für Osnabrück. Die wollen natürlich auch fulminant starten und die haben sich was vorgenommen, ne? Weil. Oh! Aha! Alter Verwalter. Was ist denn das? Die Osnabrücker machen gleich Druck. Ja, machen gleich mal Druck ohne Ende. Oh Gott. Oh. Aber was ist denn das? Wo köpft er denn hin? Da kommt er gleich mal fulminant angerannt. Kajubi. Jetzt mit der Übersicht zum Spiel. Und wieder Osnabrück. So, jetzt mal ein langer Ball. Oh, sehr schön. Oh, rot. Wenn das kein Rot gibt, dann weiß ich auch nicht. Ganz ehrlich. Jawohl. Jawohl. Kurzweg. Nahm tatsächlich den Kurzweg. Ja. Und fault ihn. Krass. Ja, und deswegen rote Karte und das gleich am Anfang. Was bedeutet das für Osnabrück? Erstmal kein Freistoßtor. Ah! Oh! Und da ist es. Da ist es, das 1-0 in der 10. Minute. Eieieiei. Die Osnabrücker
Sie spüren die Chance. Wahnsinn. Da geht noch was. Eieiei. 2-0. Doppelschlag. Was ist denn da los? Oi, das gibt's ja nicht. So, und da muss jetzt was. Was nur? Da muss was umgestellt werden. Scheiße. Ha, wie man es macht und dreht, ne? Egal, so. Gut. Weiter geht's. Okay, in der 14. Minute schon Wechsel. Ich kann die Abwehr nicht so, so lassen. Deswegen muss halt. Eieieiei. Und da ist das 3-0 nach 18 Minuten. Es ist unglaublich. Und somit wäre Osnabrück im jetzigen Moment weiterhin in der zweiten Liga. Oh Mann, oh Mann, bitte. Wer hätte das gedacht? Schöner Einsatz. Das geht's. Und da ist das 4-0 nach 22 Minuten. Was ist hier los? Die Menge tobt. Oh. Sag mal. Ingolstadt. Gelingt heute noch was oder ist vorbei? Verrückt. Och. Alter. Osnabrücker wie ausgewechselt hier heute. Ja, ja. Wahnsinn. Das. Und die Ingolstädter haben anscheinend schon zu früh gefeiert. Eieieiei. Ach.
Komm schon. Santos. Mit der sehr schönen Reingabe. Eieiei. Da kommt keiner mehr ran. Also, eieiei. Komm schon. Ach. Alter, war schon davor was. Nicht schlecht, dieser Versuch. Und da lässt er sich. Und da ist es. Das 5 zu 0. Eieieiei. So. Ingolstadt. Eieiei. Und das schon in der ersten Halbzeit. Was ist da los? Sind sie überhaupt physisch auf dem Platz? Es sieht irgendwie nicht so aus. Die sind total geschockt. Die rote Karte war anscheinend. Boah. Es klappt nichts. Nein, soll heute nicht sein. Haben Wahnsinn. Sie so gut Osnabrück. Chapeau, chapeau. 5-0 zur Halbzeit. Da haben sie so gut vorgelegt und dann. Und dann das und das schon in der Halbzeit. Eieieiei. Das ist eine Packung. Weiß gar nicht, wie viele Tore du jetzt schießen müsstest. Ich glaube 3, ne? Ja. Na gut, es ist noch alles machbar. Sagt niemals nie. Geht schneller als man denkt. Ja, aber mit einem Mann weniger und mit dieser momentanen Mannschaft vom VfL Osnabrück. Keine Ahnung. Ah, oh, schön. Das gibt's da nicht. Osnabrück auf jeden Fall wie ausgewechselt. Im ersten Spiel habe ich noch so gemeckert. Und jetzt. Oh Gott. Na gut, jetzt fange ich auch wieder an zu meckern, wenn das hier so weitergeht. Och, was für eine Reingabe, Mensch. Ah, zu doll. Zu weit vorgelegt. Kein Foul, okay. Hab ich etwas anders gesehen? Okay.
Eieieiei. Es soll nicht sein. Hey. Klasse gehalten vom Keeper von Osnabrück. Was? Hä? Hä? Lauf! Ah. Komm schon. Auf geht's. Weiter, weiter, boah, weiter. Gauss. Ah. Zu doll aufgeladen, ja. Ja, Ingolstadt braucht 3 Tore, um weiterzukommen. Nee. Bin aus dem Rhythmus gekommen, wo schon die rote Karte. Damit hat er keinen Bärendienst der Mannschaft geleistet. Komplett von der Rolle. Die Ingolstadter. Oh, was war das denn? Keine Chance. Kein Zugriff, kein gar nichts. Oh, was war das? Mensch! Kajubi vielleicht, auch er nicht. Und der Konter. Na! Wahnsinn, das geht hin und her hier. Schön. Ah, wieder gleich wieder weg. Schöner Einsatz von Kajubi. Elfa. Nee. Nee, geht heute nichts. Ist halt nicht so wirklich. Oh Gott. Ah, ja, 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 ja. Schön. Oh, nee. Abgefälscht. Abgefälscht. Geht's da nicht? Ist da nicht möglich? Komplett von der Rolle. Wenigstens Eigentor. Das treffe ich noch. So, 80. Minute. Da brennt nichts mehr an. Raus geht raus. Ich habe noch zuletzt überlegt, ne, das wollte ich ja auch mal gucken.
Die größten Niederlagen, wo wir uns zugefügt haben, ne? Ich glaube, heute kriegst du von deiner Seite. Heute kriegst du sie mal von meiner Seite, ja. Nicht nochmal. Alter Verwalter. So, 11 war, setz dich durch. Ah! Oh. Finden Sie doch nochmal das Tor zum Abschluss. Naja, freut euch, ja. Super gemacht. 1A. Oh. Oh Gott. Trotzdem. 4 Tore, das ist nicht mehr zu machen. Nee. Ah! Story of my life, ja. Ein Schwachsinn, ey. Oh ja, genau. Innerhalb von 5 Minuten dann 3 Tore, ey. Ja, ja. Aber das war's. Das war's. Was Osnabrück war ist somit in der zweiten Liga geblieben. Im Leben nicht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es dann so kommen sollte. Ja, wir wissen es ja nicht, ne? Aber Alter, was für Rückspiele. Nicht mehr normal. Was geht denn da ab? Ja, ist, Wahnsinn. Ja. Da kann man. Da denkt man. Ja. Ja, denkt man, da geht's ein bisschen ruhiger zu, ne? Irgendwie, keine Ahnung, ne? Ja. Na klar. Es geht ja noch um vieles und ja, die Ergebnisse haben ja gezeigt, dass da alles noch drin ist. Ja, aber relegationstechnisch war das Glück dann jeweils immer auf Schnappis Seite, krass. Ja, das war es definitiv jetzt in dieser Saison von uns, ja. Das allerletzte Spiel, eventuell wie gesagt EM werden wir noch sehen, aber das ist ja nochmal komplett was anderes. Aber das war quasi die Bundesliga, die Topspielprognose, dass die Saison 2020, 2021, ja, war, wenn man jetzt das nochmal abschließend war eine geile Saison auf jeden Fall, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Schnappi. Wird auf jeden Fall weitergehen, ja. Vertrag haben wir, wird ja noch gemacht. Die Tinte ist fast schon trocken, schönen Knebelvertrag gemacht mit Schnappi, wie bei RTL, ja, da kommt auch nicht mehr raus, ja. Und ja, das wird auf jeden Fall gut. Da sind wir gespannt, wie es dann in der nächsten Saison, was für schöne Matches da wieder haben. Und auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Wird noch eine kleine Statistik oder sowas, werde ich noch mal rausbringen. Vielleicht auch noch so ein Best-of-Video. Wir werden es sehen mit den schönsten Toren. Da kommt ja einiges zusammen. Ja. Und die Seid schönsten Ausraster nicht zu vergessen. Schnappi hat ja auch da ein bisschen was dazu beigetragen.
Ja, Stabi. Willst du noch was sagen? Ja, ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für die tolle Zusammenarbeit. Mir hat super Spaß gemacht. Ich freue mich wirklich auf die nächste Saison. FIFA macht einfach super Spaß und mit dir dann noch mehr. Auf jeden Fall. Vielen Dank und vielen Dank an die Leute, die sich die Videos angucken. Wir machen das nur für euch und wir sind mit Herzensblut dabei, wie man in manchen Spielen doch deutlich hört. War eine schöne Saison, war ein schönes Relegationsspiel oder überhaupt alle Relegationsspiele waren sehr spannend und unterhaltsam. Ja, super. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. So sieht's aus und es dauert ja auch schon nicht mehr lange, ne? Also wenn man mal so sieht, ich meine, bis mir wieder natürlich eine Prognose machen, das wird schon noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, eher müssen wir mal noch gucken, aber Bundesliga, da wird schon noch ein bisschen dauern, da gehen noch ein paar Monate ins Land, aber rein fußballtechnisch, ich habe es ja auch gerade noch zum Schnabbi gesagt, geht's eigentlich relativ schnell los, ne? Also jetzt sind wir, das war die Bundesliga und zweite Bundesliga, dritte Bundesliga, genau, ist ja jetzt fertig. Aber am 11. Juni geht es ja schon weiter mit der EM 2020. So blöd. Aber ja, ist halt so. Und dann geht es schon wieder Ende Juli schon wieder weiter mit der dritten Liga. Ja, also im Prinzip jeden Monat geht es trotzdem noch weiter mit Fußball. Jemand, der Fußball sehr gerne mag, der freut sich natürlich, dass da nicht so lange Pause ist. Das macht Spaß. Da haben wir Bock drauf. Ja, in diesem Sinne, bleibt uns erhalten. Wir sehen uns dann wieder spätestens bei FIFA 22. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, bye, bye und bleibt gesund. Ciao.